Hallo meine Lieben, ja, heute wieder ein Rezeptvideo für euch. Ich hatte auf Instagram ein Bild gepostet von meinem Salat und dann haben ganz viele von euch gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte. Das mache ich natürlich super gerne, denn dieser Kürbissalat, der geht einfach super schnell, schmeckt sehr, sehr lecker und geht ganz, ganz einfach. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, wie ich diesen Salat zubereitet habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und natürlich beim Nachmachen. Ciao! Und zwar benötigen wir für diesen super leckeren und einfachen Salat natürlich einen Kürbis. Ich liebe Hokkaido-Kürbis, da kann man die Schale mitessen und ja, es ist einfach mein Liebster. Dann diesen Käse, rote Beete, Salz und Pfeffer, Olivenöl, dann Aceto-Balsamico-Creme. Dann benötigen wir eine kleine rote Zwiebel in hauchdünne Scheiben geschnitten, Knoblauch, eine Zehe, auch in dünne Scheiben geschnitten und natürlich darf Basilikum bei mir nicht fehlen, ganz, ganz wichtig, den esse ich zu jedem Salat, also in jedem Salat sozusagen. Und ja, wir waschen jetzt unseren Kürbis, halbieren den und entkernen ihn und dann hole ich euch nochmal dazu. So sieht er jetzt aus und als nächsten Schritt schneiden wir jetzt fingerdicke Stücke und dann mundgerechte Stücke. Ihr seht ja gerade, wie ich ihn zurecht schneide und das machen wir jetzt und dann hole ich euch nochmal dazu. So, den Kürbis habe ich mir jetzt in diese Schüssel rein. Wir fangen jetzt an mit unserer Marinade und zwar kommt dran Crema Aceto Balsamico. Und zwar könnt ihr dann so einen richtig schönen, kräftigen Menge rein machen, je nach eurem Geschmack. Dann natürlich Olivenöl. So, machen wir auch schön kräftig dran. Dann noch Pfeffer. Und dann brauchen wir auch noch Salz. So, und dann vermengen wir das alles und lassen das so circa 10 Minuten ziehen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns nämlich um die anderen Zutaten und der Backofen muss auf 200 Grad vorgeheizt werden. So, wie gesagt, wir kümmern uns jetzt in der Zwischenzeit um die restlichen Zutaten und zwar hier um diesen Schafskäse. Den schneide ich auch hier so in fingerdicke Stücke und dann wieder eben in Würfel, also mundgerechte Stücke sozusagen. Und dann ist die rote Beete dran. So, jetzt geht's der rote Beete an den Kragen. Da schneiden wir etwas dickere Stücke und dann auch wieder so Würfel raus. Also so ungefähr in der Größe. Also wie gesagt, auch mundgerecht. Und ja, das mache ich jetzt mal und dann hole ich euch nochmal dazu. So sieht jetzt unsere Vorbereitung aus. Als nächsten Schritt nehmen wir unser Backrost. Legen Backpapier drauf und verteilen unseren Kürbis. Das kommt dann jetzt alles in den Ofen. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wie bissfest ihr es haben möchtet. Also ich mag halt, wenn mein Gemüse noch so ein bisschen knackiger ist sozusagen. Deswegen lasse ich es nicht ganz so lang in dem Ofen garen sozusagen. Aber ich denke, so eine Viertelstunde, 20 Minuten müsste gut sein. Ihr könnt ja immer wieder mal testen und schauen, ob das so nach eurem Geschmack ist. Aber wie gesagt, ich lasse es nicht ganz so lang drinnen. Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das habe ich jetzt gerade noch vergessen, euch zu sagen, den Knoblauch, den verteile ich jetzt hier gerade noch so auf meinem Kürbis. So, auf geht's in den Backofen. So, die Zeit ist um. Ich nehme das Backpapier an den Ecken und lasse dann los. Ich verteile meinen Kürbis in meiner Schüssel. Was natürlich total schön ist, dass der Kürbis, ich weiß nicht, ob ihr seht, dass es noch dampft, der ist natürlich noch heiß. Wie gesagt, ich habe ihn ja gerade aus dem Ofen. Und durch die Wärme schmilzt so ein bisschen der Käse, was total lecker ist. Also wenn ich das jetzt noch so ein bisschen drauf lasse, wie gesagt, dann zerschmilzt der ganz schön. Und ja, zu guter Letzt füge ich natürlich mein Basilikum hinzu und meine rote Zwiebel. Und dann muss ich das natürlich nochmal schön kräftig verrühren und zu guter Letzt natürlich nochmal abschmecken. Das könnt ihr natürlich jetzt auch nach eurem Geschmack machen. Also je nachdem, ich füge dann jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Olivenöl und Salz hinzu. Mal schauen, wie gesagt, ich probiere das jetzt mal. Und
So sieht er jetzt aus, mein fertiger Salat. Ich habe noch ein bisschen nachgewürzt und habe es jetzt auf meinem Teller angerichtet. Wie ihr sehen konntet, ging es super schnell, ganz einfach und ist wahnsinnig lecker. Ich hoffe, dass ihr das Rezept mal nachmacht. Falls es euch schmeckt, würde ich mich natürlich über euer Feedback freuen. Macht schöne Bilder auf Instagram und verlinkt mich. Da würde ich mich wahnsinnig freuen und wenn ich darf, würde ich euer Bild dann reposten. Und ja, das war es soweit von meinem Rezeptvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!